Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nach langer, langer Zeit mal wieder ein Video von mir. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr PNG-Bilder, zum Beispiel für Kanaldesigns oder so, die hier einen weißen Hintergrund haben. In dem Fall hier unser schöner Nico Bellic von GTA 4. Und wenn so ein durchsichtiges Hintergrundbild hinbekommt, so wie hier in diesen Beispielbildern. Und bei vielen Bildern, PNG-Bildern, bei Google Bilder ist das in dem Fall nicht so wie in diesem hier. Also als erstes downloadet ihr euch Chip. Da geht ihr auf dieser Seite auf Chip Online, also chip.de. Link schreibe ich euch auch in die Beschreibung. Und geht einfach zum Download und downloadet es euch halt. Und dann geht ihr auf Google Bilder, wo ihr halt Bilder habt. Das sucht ihr zum Beispiel hier bei Prizes PNG. Das Ende muss PNG haben, sonst funktioniert das nicht. Sonst kommt hier nicht so eine Charakter wie hier. Und da gehe ich jetzt mal schnell rauf. Dauert einen kleinen Augenblick. So, einen großen Augenblick. So, das ist halt eine große Seite. Hier wird es angezeigt, warten wir mal kurz, bis er das angezeigt hat. So, ziehen uns das auf den Desktop. Und in diesem Fall war es jetzt schon durchsichtiges, das kommt öfter mal vor. Und wenn ihr denn ein weißes erwischt, zeige ich euch in diesem Video, wie ihr das Weiße wegbekommt. Hier in diesem Nico Bellic. Oder Bellic, Nico Bellic, Bellic. Naja, dann zieht ihr euch das Bild. Ja, hier habe ich noch ein Beispielbild drin, das ja nicht geworden ist. Dann geht ihr da rauf. So. Und zieht euch das Bild in Gym. Na, hier heute nochmal. So, rein. Und jetzt seht ihr, haben wir hier den Nico Bellic. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Nico Bellic und Bimmel. Ich habe schon lange nicht gespielt, aber ich glaube, das hieß Nico Bellic. So, als erstes geht ihr dann auf Ebene und dann auf Transparenz. Oder nicht. Also auf Ebene, Transparenz und eigentlich Alpha-Kanal hinzufügen. Ja, mal hier kurz. Will er nicht? Okay, wenn ihr das gemacht habt, auf Alpha-Kanal hinzufügen. Das blinkt dann so wie hier jetzt in dem Fall. Bei mir war das jetzt schon vorbereitet. Danach geht ihr nach Farben auswählen. Bildbereiche mit ähnlicher Farbe auswählen. Da klickt ihr rauf und geht jetzt hier auf ein Bild. Auf Rechtsklick, bearbeiten und ausschneiden. Und jetzt seht ihr, ist der weiße Hintergrund weg. Das ist jetzt noch so grau kariert. Und danach geht ihr einfach auf Speichern und achtet darauf, dass das Ende PNG hat. Weil es kann auch sein, dass da JPEG steht. Das müsst ihr dann auf PNG umschreiben. Sonst wird das nichts. Und nachdem klickt ihr einfach auf Speichern. Und am besten macht ihr noch irgendwo eine 2 oder so rein. Klickt auf Speichern. Und auf Speichern. Und dann wird das gespeichert. Ja, und jetzt gucken wir uns das mal an. Das haben wir hier. Und wir sehen, das sieht jetzt genauso aus wie die anderen hier. So leicht kann man sich PNG-Bilder machen. Für Kanaldesigns zum Beispiel. Jetzt kann ich das alte Bild löschen. Ich habe ja jetzt dieses. Und ihr könnt euch ein cooles Kanaldesign daraus machen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert mich, kommentiert die Videos. Und als nächstes wird es noch ein Video geben, wie ihr ein schlichtes Let's Play-Kanal-Design machen könnt. Ja, dann sage ich erstmal ciao, bis zum nächsten Mal.